Schicken Sie mir bitte jetzt den Code, damit ich mich bei Ihrem Account hier einloggen kann. Ich danke für die Teilnahme und für die Aufmerksamkeit. Ladies and Gentlemen. Folge 52, Ladies and Gentlemen. Und wir wollen dazu sagen, Finishing? Hat gesagt, dass die Rolle 52 ist ein Nat 5. Jetzt werden wir uns die Frage stellen, ist es ein Nat 5? So läuft das Ganze. So läuft das Ganze. Ich weiß nicht, ob ich schon mal jemand so viel Schockmoment hatte. Das Problem ist halt, es sind halt nicht so wirklich Attacker, es sind Healer und die Heil-Attacks sehen meiner Meinung nach... Also, das Toy an sich sieht mega geil aus. Kann man echt nicht sagen. Also, das Toy an sich ist mega, mega cool. Finde ich richtig, richtig, richtig nice. Geil, oder? Kann man nicht nochmal wiederbeleben. Bombe, ey. Muss man immer wieder neu laden, damit man die Wiederbelebung sehen kann. So, Artermiel, zeig mal, was du drauf hast. Ja. Dann habe ich ja jetzt voll die Oldschool-Figur. Leute, ich habe jetzt voll die Oldschool-Figur. Bist du nicht der einzige Fisch hier, Caro? Doch, ich bin hier der einzige Fisch. Ja, wollte ja auch einen Luschen haben. War nicht so ganz ein Luschen. Aber okay. Aber jetzt nochmal Lightning. Wäre jetzt aber auch nicht so verkehrt. Luschen geht's set. Ja. GZ, der erste Luschen ist immer der schwerste, ja. Danach kommt 20.000 andere, aber erst wenn du einen Full-Skiller passt. Das darf man nicht vergessen. Oh Gott, was, haben die irgendwie echt an den Lightning-Quoten geschraubt oder so? Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, jetzt abgesehen von dem Opening, Kürbis. Lass uns doch noch einen Windwürfel irgendwie ziehen. Ist ja nicht so, dass der Hall of Heroes wird. Oh, hier. Vielleicht hast du auch noch nicht Garo oder so. Natürlich auch was Schönes hier für Dragons oder Akroma Stages oder natürlich Realtime Arena und so weiter, ja. Also Akroma im TOA, TOA Hard. Todkrank? Wer ist todkrank? Fell? Was? Hä? Dreier auf meinen gewartet. Bist du umgezogen? Nein, ich bin nicht umgezogen. Also ja, ich bin umgezogen, aber nur... von der Seite auf die Seite. Ja. Weil ich einfach wieder Lust hatte, ohne Greenscreen irgendwie mal ein Video wieder mal zu machen. Beziehungsweise mal zu streamen. Und es ist anscheinend auch nicht so schlecht angekommen. Und jetzt habe ich mir das so ein bisschen eingerichtet. Eigentlich ist das hier ein Hundesofa. Ja. Das hältst du von der Hohe. Also eigentlich ist es ja nicht schlecht. Da wurde ja auch vor ein paar Monaten, ich sag paar Monaten, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, gebufft. Der ist echt nicht schlecht. Aber die Würfler sind halt alle sehr... Lucky-basierend. Ja, muss man echt so sagen. Deswegen, ich weiß noch nicht so ganz, was ich von ihm halten kann, aber wir können uns den auch gleich nochmal zusammen angucken, wenn ihr wollt. Gucken wir uns den nochmal an. Ja, wenn da morgen eh die Hall of Heroes ist, dann machen wir das noch. Es ist keine Feuerrolle! Keine Feuerrolle! Keine! Sorry, nochmal, habe ich schon gesagt, keine Feuerrolle! Aber es ist... Oh, yes. Habe ich schon gesagt? Es ist keine, aber wirklich keine Feuerrolle. Aber es ist Rackern. Hat er natürlich noch nicht. Hat er noch nicht. Freut mich mega. Sehr schön. Ha, coole Sache. Freut mich. Ich dachte jetzt. Oh. Ah, sehr schön. Kriegst mal Mut. Oh, wenigstens ein Nat 5 heute. Wie lange haben wir schon kein Nat 5 mehr gezogen? Ich meine mal... Ihm würden noch andere Monster helfen, Frostermäßig. Aber hey, wir haben ja auch schon Luschen gezogen. Also ich würde sagen, das ist echt ein super, super Opening für dich. Weil wir haben ja wirklich auch schon den Luschen gezogen. Sehr schön. Oh Gott, nochmal? Ernsthaft?
Okay. Eine Stone. Okay, schade. Ja gut, wer hätte es gedacht. So, Vincent. Aktion. Nicht putzen. Kannst du kurz... Komm mal hier. Ja, ein bisschen mehr. Mehr Bewegung. Ja, komm hier. Ja, sitz. So. Nicht hinlegen. Sitzen. Nein. Du musst erstmal tippen, danach kannst du dich wieder hinlegen. Du hast den ganzen Tag geschlafen. Das weißt du doch. Den ganzen Tag hast du gepennt. Letzte Nacht hast du gepennt. Du hast bestimmt 23 Stunden geschlafen. Nein. Nicht hinlegen. Ach, dann machst du es halt im Liegen. So, okay. Nase. Nase? Nein, da ist der Beschwörungsknopf. Beschwörungsknopf dort. Yes. Okay, das war eher der Mund, aber egal. Was? Du bist nicht... Nee, ich bin nicht im 5151. Der hat heute Anlack gebracht, der Channel. Und... Du hast beenden gedrückt. Nein. Ja. Ich muss da drücken. So, hier. Nochmal. Vielleicht mit Kralle. Kralle. Shit. Du hast schon wieder beendet, Vincent. Mein Gott. Vincent. Ey, nein, nicht hinlegen. Vincent, bitte. Irgendwie wird das nichts hier. Vincent, mach mal. Hey. Weißt du, wenn du nicht zu mir kommst, dann komm ich halt zu dir. Ist okay, ey. Wir wollen die Leiten Dark jetzt öffnen. Jetzt mach hier. Oh. Der ist übelster SW-Fan. Vor allem, ihr seht ihn gar nicht mehr. Ihr seht ihn gar nicht mehr. Guten Vincent. Wo ist denn eigentlich jetzt hier schon wieder die Cam? Ach, hier. Ja, hier sehen wir wenigstens unten. So, letzte. Hier. Oh, Vincent, du bist schuld. Ah, Mantura. Was für TOA? TOA hart. Sehr schön. Ja, du kannst jetzt weiter schlafen. Alles gut. Schlaf ruhig. Du wirst bald die 23 Stunden und 45 Minuten voll haben. Den Rest der Zeit hast du... kurz getippt und gefressen. Und vielleicht noch Kackhäulchen gemacht. Oh, Morris, Liederfertigkeit. Erhöht die Genauigkeit verbündeter Monster in der Arena um 40%. Okay, gut, ACC halt 40%. Passive. Also, eine Passive. Wirft 2 Würfe zu Beginn jedes Zuges, wenn ein Verbündeter stirbt. Um alle toten Verbündeten wiederzubeleben. Mhm. Wenn du die gleiche Zahl würfelst, also wenn ich einen Pasch habe, ja, dann wird ein Monster wiederbelebt. Je höher die Summe der Würfel, desto mehr HP erhält der wiederbelebte Verbündete. Okay. Würfel 2 Würfel, um alle Gegner anzugreifen und betäubt sie für eine Runde. Ja gut, wenn die Summe der Zahl größer als 7 ist. Ist sehr oft so. Ja, ich habe ja den Feuer gebaut, ist eigentlich recht oft, finde ich. Und verringert das Angriffstempo für 2 Runden. Wenn die Summe der Zahl kleiner als 7 ist, du erhältst eine weitere Runde, wenn du die gleiche Zahl Würfel erhältst. Achso, wenn die Summe kleiner ist, ja, dann haben wir einen Slow drauf. Und wenn die Summe größer ist, dann ist ein Stun drauf. Bei mir ist es meistens Stun. Also ich weiß nicht, ob das Lucky ist oder nicht, ja, aber bei mir ist es meistens Stun. Und hier nochmal Würfel 2 Würfel, um das gegnerische Ziel 2-mal anzugreifen. Und fügt einen Effekt für 2 Runden anhand der jeweiligen Würfelanzahl von 4 unwiderruflich, 5 Defense Reduzierung oder Defense Break. Erhöht Chance zu verfehlen, Glance. Und du hältst eine weitere Runde, wenn du die gleiche Anzahl an Würfeln zählst. Wow. Also an sich sind die echt nicht schlecht. Aber meistens ist es halt so, du bekommst nie das, was du auch wirklich haben möchtest. Und das ist das Problem. Ja. Wie Ruhen. Sowas wie Speed HP. HP ist nicht schlecht. Ja. Würde ich so empfehlen. Speed HP, HP. Ich glaube, der Defense-Wert ist nicht unbedingt so berauschend. Mit ACC natürlich. Viel ACC in Subs. Wenn ihr ihn im PvP-Bereich benutzt, wo ihr ihn ja meistens wahrscheinlich nutzen werdet, ja, man könnte ihn rein theoretisch auch bei TOA, TOA hart machen. Ja, allein wegen der zweiten. Weil entweder ein Slow, was nicht schlecht ist, oder ein Stun, was ja
sehr gut ist, ja, für TOA, TOA Hard, müsste man halt ausprobieren im Team. Ob man es natürlich mit ihm auf 100 schafft. Aber für PvP kann es mal ein schöner Zug sein. Und hier mit der Passiven, mit der Wiederbelebung, ist halt wirklich aber auch nicht schlecht. Und der Anzahl höher, ja, umso höher die Anzahl, ja, umso mehr HP erhält. Der ist wirklich nicht, ist echt nicht bad. Ja, finde ich in sich gut. Werde ich mir auf jeden Fall auch bauen. Definitiv, um den einfach auszutesten, um den vielleicht auch mal zu benutzen. Klar. Skill-Ups habe ich auf jeden Fall. Da bräuchte ich morgen noch nicht mal, oder heute, ja, wenn es auf YouTube seht, heute noch nicht mal farmen. Aber ich werde ihn auf jeden Fall bauen und werde ihn dann auf jeden Fall, denke ich mal, nächste Woche werde ich ihn gebaut haben. Sixter machen, hochpushen, versprochen. Und dann werden wir den zusammen hier testen im Stream. Würde ich einfach mal so sagen. Und ja, gut. Also wie gesagt, super toll. Kann man natürlich auch gerne auf Vio bauen. Kann man natürlich, auch wenn man natürlich bei einem Pasch eine erneute Runde bekommt, ja, kann man ihn trotzdem auf Vio bauen oder auf Swift. Kann man natürlich auch machen. Und wer ganz lustig sein will, kann auch auf Despair machen. Aber ja, aber muss man nicht unbedingt. Muss man nicht unbedingt. Aber wenn ihr ihn für TOA, TOA habt, könnt ihr natürlich auch auf Despair spielen. So, ansonsten Gewalt oder Swift. Eins einfache Sache, ja. Willset vielleicht noch drauf. Wie gesagt, ACC nicht vergessen, ist ganz wichtig. So, okay, aber es ist nichts für Leute, die jetzt irgendwie angefangen haben oder irgendwie gerade erstmal bei ihrem Giants- oder Dragons-Team sind. Da braucht ihr ihn noch nicht bauen. Nützt euch noch gar nichts, ja. Also keine Priorität drauflegen, wenn ihr noch nicht so weit im Spiel seid. Wenn ihr irgendwann, wenn ihr einfach nicht wisst, was ihr machen sollt, könnt ihr ihn bauen. Ja, ja, belebt alle Totenverbindungen wieder, ja. Und je nach Anzahl, von den Augen, ja, also von der Anzahl, umso mehr HP hat er am Ende. Also haben die Verbündeten am Ende. Also wie gesagt, ist nicht schlecht. Ist eine ganz coole Sache. Vielleicht auch mal was fürs Tartarus-Labyrinth oder sowas. Ja, kann man vielleicht auch mal nutzen. Also echt nicht schlecht. So, 5151. Ja, ich bleib mal ganz kurz noch auf deinem Account, auch wenn du einen schönen Rakan gezogen hast. Rakan, Baby. Und guck mal ganz kurz. Ja, wir haben in der 5 gezogen. Das erste Mal heute, hier am heutigen Tag.